Glaub mir, wir werden heute alles brauchen, was die Laune ein kleines bisschen erheitern kann, weil dieses Video wird. Das wird was. Wenn es zu schwer zu ertragen wird, dann könnt ihr euch einfach auf den Rauch konzentrieren und ich gucke mal, ob das eine gute Idee war. Heute ist der erste Advent. Ihr werdet das Video natürlich heute nicht mehr sehen, aber es ist eine sehr schöne Zeit und ich habe die passenden Themen dazu. Am 11. und 12. November 2023 fand das zweite Corona-Symposium der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag statt. 2 Tage lang machten ausgewiesene Experten wie Professor Sucharit Bhakti, Professor Dr. Stefan Homburg, Professor Dr. Andreas Sönnichen, Dr. Ronald Weikel, Dr. Gunter Frank, der Datenanalyst Tom Lausen, Professor Dr. Paul Kallen oder der Pathologe Professor Dr. Walter Lang die Veranstaltung aufgrund ihrer hohen Fachkompetenz für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Ereignis. Das war nicht meine beste Idee. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem sich Vernunft und Fakten treffen und Lügen enttarnt werden. Mein Name ist Dr. Janosch Hegedűs, ich bin Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und nebenbei mache ich das hier. Vernunft und Fakten, vor allem Vernunft ist heute präsent. Ich bin's wieder, euer Katzel. Jeder, der mir folgt, kennt schon die meisten Namen und weiß eigentlich auch Bescheid, dass die Menschen, die in diesem Symposium gesprochen haben, zu den schlimmsten Faktenverdrehern der Gegenwart gehören. Diese Experten haben viele Stunden lang gesprochen, so lange, dass ich mir die ganzen Videos in Gesamtlänge nicht antun werde. Bhaktis emotionaler Auftritt interessiert mich aber schon. Wir haben es uns gewagt, wir haben gesagt, wir packen auf diese Sahnetorte nochmal Sahne obendrauf. Ich weiß, ich sollte die nicht essen, aber wir können die ja alle mit unseren Sinnen genießen. Und deswegen ein Name, den wir alle untrennbar für jetzt und alle Zeit mit diesem Corona-Irrsinn, mit dieser Corona-Zeit verbinden. Begrüßen Sie mit mir, mit einem Applaus, den dieser Saal noch nie gehört hat, Professor Dr. Sucharit Bhakti. Ich weine auch, aber aus einem ganz anderen Grund. Bhakti hat ja schon einmal angekündigt, dass er mit dem ganzen Mist, den er tut, endlich aufhören wird. Mir war schon klar, dass das nie passieren wird, da er sonst nichts mehr hat. Diese Laudatio zeigt schöner als alles andere, er ist ein Superstar, ein Held geworden. Das würde er nie lassen und er lebt nur noch dafür. Ich habe lange überlegt, wie ich euch diese nächste Sequenz zeigen sollte, ob ich nur ein Stück rausschneiden sollte oder das Ganze in zweifacher Geschwindigkeit abspielen sollte, aber ich denke, nein, auch wenn es ein bisschen lang dauert, bitte haltet durch. Ich denke, es ist notwendig dafür, um diese Stimmung anzukommen, in dem ich mich befinde. Also guckt euch das mal an. Bhakti!
Frau Merkel hat die 12 Minuten nie verdient. Hier wären Sie mal fällig gewesen. Ich verstehe einfach nicht mehr, wie ein Mensch, der nachweislich falsche Informationen verbreitete, der mit seiner Panikmache Unrecht hatte, dessen Prophezeiungen komplett daneben lagen, in bestimmten Kreisen immer noch so gefeiert werden kann. Ich kann dieses Phänomen nicht nachvollziehen, da meine Denkweise grundlegend anders ist. In meiner Welt haben Fakten, Daten und logische Argumente oberste Priorität. Ich bewundere Menschen, die durch Forschung, Lehre, Innovation und Vernunft zur Weiterentwicklung unserer Welt beitragen. Dabei konzentriere ich mich nicht auf die Person, sondern auf das, was sie sagt, erforscht oder entwickelt. Kein Mensch ist unfehlbar. Siehe Beispiel. Jemand, der heute Großes leistet, kann morgen irren und das ist völlig normal. Eine wissenschaftlich denkende Gemeinschaft kann individuelle Fehler ausgleichen, aber nur, wenn alle nach den Prinzipien der Vernunft handeln und anerkennen, dass Wissenschaft dynamisch ist und niemand unfehlbar. Mein Problem mit Bhakti ist nicht seine Person. Er mag ein hervorragender Professor gewesen sein. Was ich jedoch in den letzten 3 Jahren von ihm gehört habe, kann ich nicht unterstützen. Nicht aus persönlicher Abneigung, sondern weil er faktisch Unrecht hat. Vor allem stört mich, dass er nicht zugeben kann, sich geirrt zu haben und nicht bereit ist, daraus zu lernen. Dieses Verhalten widerspricht allem, was man von einem Professor erwarten würde. Als jemand, der Fakten und logische Argumente hochschätzt, würde ich jemanden wie Bhakti niemals Beifall spenden. Daraus folgt, dass die Personen in diesem Video andere Werte vertreten müssen als ich. Für sie scheint nicht wichtig zu sein, was für mich von Bedeutung ist. Sie suchen eher nach einer Art Propheten, dem sie glauben können. Deshalb übersehen oder entschuldigen sie Fehler, selbst wenn sie klar bewiesen werden können. Ich habe mehrere Videos zu Bhaktis Irrtümern veröffentlicht und ich lade euch ein, diese selbst zu überprüfen. Na gut, das passt aber zu diesem Video. Wenn einem Expertenpublikum falsche Informationen präsentiert werden und jemand diese korrigiert, wird dies normalerweise geschätzt. Der Wissenschaftler sollte dankbar für die Korrektur sein und seine Fehler anerkennen. In einem solchen Diskurs sind Argumente und Beweise entscheidend, nicht die Person. Im Fall Bhakti jedoch scheinen Argumente und Fakten irrelevant zu sein. Die Person steht im Vordergrund. Wer ihn widerlegt, wird nicht anerkannt oder respektiert. Stattdessen wird derjenige, der den Meister hinterfragt, von seiner Gefolgschaft angegriffen. Dieses Verhalten macht deutlich, dass es sich eher um eine Glaubensgemeinschaft oder eine Sekte mit einem Propheten an der Spitze handelt, als um eine Gemeinschaft, die auf Wissenschaft und Vernunft basiert. Und die Tatsache, dass diese Gemeinschaft eine wachsende politische Macht ist, macht mir sehr große Sorgen. Danke, Eli. Ich habe Tausende von Vorträgen gehalten. Aber der Anfang von diesem Vortrag fällt mir so schwer. Ich bin so ergriffen. Ich bin so ergriffen. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn ich nicht wüsste, was dieser Mensch in den letzten 3 Jahren angerichtet hat, würde mich diese Performance vielleicht berühren. Wissen Sie, wie hoch die Lebenserwartung eines deutschen Bürgers zu Beginn der medizinischen Revolution im 19. Jahrhundert war? Ja, 38. Wissen Sie, wenn damals ein Mensch seinen 60-jährigen Geburtstag gefeiert hat, wie viele Jahre hatte er noch vor sich? Ja, 6 bis 7. Kaum weniger als jetzt. Ist das jetzt ein Witz? Ein 60-Jähriger hatte damals eine fast genauso lange Lebenserwartung wie jetzt? Die Lebenserwartung bei Geburt hat sich in den letzten 200-300 Jahren mehr als verdoppelt. Die Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren hat sich auch verdoppelt, Herr Bhakti. Wovon reden Sie überhaupt? Das war sein erster Satz und er beginnt gleich mit einer offenbaren Lüge. Wie erklärt sich das? Damals waren Infektionen die Hauptursache von Krankheit und Tod und sie betrafen jüngere Menschen unter 60. Sie wurden durch die Mikrobiologie besiegt, Infektionskrankheiten.
sodass sich die gesamte Lebenserwartung insgesamt verdoppelte. Infektionskrankheiten betreffen und betrafen natürlich nicht nur jüngere Menschen, sondern auch ältere. Das ist heute genauso und daran wird sich nichts ändern. Ein Mensch ist nach der Geburt und zunehmend im höheren Alter am anfälligsten. Andere Fortschritte der Medizin, in der Kardiologie, Krebsforschung, Gentechnologie, haben im Vergleich dazu der Menschheit nicht annähernd so viel gebracht. Doch, diese Entwicklungen haben enorm viel gebracht, aber diese sind nicht so markant in Statistiken über Lebenserwartung bei Geburt zu sehen. Jemand mit einer Typ 1 Zuckerkrankheit starb vor 200 Jahren kurz nach der Geburt. Heute leben diese Menschen fast normal. An einem Herzinfarkt starben sehr viele Menschen, bevor die Technik der Herzkatheteruntersuchungen entwickelt wurde. Heutzutage? Wer stirbt noch an einem Herzinfarkt? Es kommt vor, ist aber selten geworden. Man kann diese Entwicklung, die Verdopplung der Lebenserwartung, nicht allein der Mikrobiologie zuschreiben. Klar war das enorm wichtig, vielleicht wirklich wichtiger als alles andere, aber man dürfte die anderen Entwicklungen nicht so einfach abschreiben. Wie hat die Mikrobiologie das geschafft? Die Mehrheit, vor allem Politiker und Medien, werden rufen, natürlich durch die Impfung. Das jedoch ist der weltweite Irrglaube, der die gegenwärtige Krise verursacht hat. Tatsache ist, dass Impfungen eine viel, viel kleinere Rolle gespielt haben als andere Umstände. Vor allem die Besserung der Lebensbedingungen, der gesunde Lebenswandel waren entscheidend für den Rückgang von todbringenden Infektionen. Tetanus, Keuchhusten, Polio, Mumps, Diphtherie, Pocken. Wie viele Menschen kennt ihr, die an einer dieser Krankheiten verstorben sind? Bevor es Impfungen gab, starben Hunderttausende an diesen Infektionskrankheiten, die durch Impfungen so gut wie ausgerottet wurden. Allein in Tetanus sterben auch heute jährlich 30.000 Menschen weltweit, aber nicht hier bei uns in Deutschland, weil wir dagegen eine Impfung haben. Die Lebensumstände hätten damit sehr wenig zu tun. Wenn, dann sind die heutigen Umstände sogar vielleicht schlechter geworden. Ja, wir waschen unsere Hände, wir haben Desinfektionsmittel entwickelt, aber viele von uns leben in Großstädten mit Millionen Nachbarn. Eine Infektionskrankheit kann sich in den heutigen Metropolen besser verbreiten als je zuvor. Sicher ist allerdings eins, die Impfung erwies sich als größter Segen für die Geld- und Weltelite, für die Pharmaindustrie und Politik. Sie konnten ihre eigenen Interessen verfolgen unter dem gemeinsamen Slogan »Alles für die öffentliche Gesundheit, alles für das Wohlergehen der Allgemeinheit.« Um dieses hehre Ziel zu erreichen, haben sie die WHO geschaffen. Die WHO wurde im Jahr 1948 gegründet. Schon damals wollten also Politiker und die Elite durch Impfungen die Weltherrschaft übernehmen. Ziemlich interessant, dass Herrn Bagdi das erst jetzt auffällt, wobei die WHO ihm sein ganzes Leben lang nicht störte. Dieser nicht demokratisch vom Volk gewählte, im Grunde also Privatverein, ist dabei, sich die Vollmacht über das Gesundheitswesen in den 190 Mitgliedstaaten zu ergattern. Deutschland ist einer der größten Unterstützer dieses Vorhabens. Er ruft also jetzt auf, den Kampf gegen die WHO aufzunehmen. Die wollen ja irgendwie die Macht übernehmen. In seinen Erzählungen klingt das immer so, als würde ein Handvoll Menschen irgendwie an einem versteckten Ort mit einem Glas unendlich teurem Whisky in der Hand, Zigarre im Mund mit der Welt spielen. Die Gespräche über die Reform der WHO sind jedoch öffentlich. Hier kann man sie als Video angucken. Und hier kann man über die Pläne nachlesen. An diesen Gesprächen nehmen übrigens Delegationen aus 194 Staaten teil. Ich habe diese Pläne durchgelesen und habe nichts Beängstigendes gesehen. Sie möchten die Rahmenbedingungen einer besseren Zusammenarbeit entwickeln, da klar ist, dass in der globalisierten Welt keiner alleine gewinnen kann. Und solche furchtbaren Sachen sind drin. Ich zitiere: Die Vertragsparteien sollten im Geiste internationaler Solidarität mit anderen Vertragsparteien und zuständigen internationalen und regionalen zwischenstaatlichen Organisationen und anderen Gremien bei der Formulierung kosteneffektiver Maßnahmen, Verfahren und Richtlinien zu Pandemieprävention, Vorbereitung, Reaktion und Erholung der Gesundheitssysteme koordinieren, zusammenarbeiten und kooperieren.
Zu diesem Zweck sollte jede Vertragspartei globales, regionales und nationales politisches Engagement, Koordination und Führung für die Prävention, Vorbereitung, Reaktion und Erholung des Gesundheitssystems bei Pandemien fördern, unter anderem durch die Einrichtung angemessener Governance-Strukturen, die in der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation verankert sind. Mechanismen unterstützen, die sicherstellen, dass globale, regionale und nationale politische Entscheidungen wissenschaftlich und evidenzbasiert sind, durch verbesserte Koordination, Zusammenarbeit und Informationsaustausch unter Experten, wissenschaftlichen Gremien, akademischen Institutionen und Netzwerken. Das Einzige, was aus meiner Sicht manchen nicht gefallen könnte, dass hier nirgendwo steht, dass man ausgemusterte, verwirrte Professoren befragen sollte. Stattdessen schreiben sie etwas über wissenschaftlich und evidenzbasiert. Vielleicht ist das das Problem? Ich verlinke euch dieses Dokument in der Beschreibung, lest gerne nach und teilt mir mit, welche konkreten Absätze die Behauptungen Bhaktis unterstützen würden. Ohne eine konkrete Nennung der Seitenzahl und Absatz werde ich jegliche Kommentare zu diesem Thema ignorieren und wenn es zu penetrant wird, dann auch löschen. Die WHO hat bereits verkündet, dass diese Impfstoffe für möglichst alle Impfungen bei Mensch und Tier eingeführt werden. Warum wohl? Weil die schnell und effektiv entwickelt und produziert werden können, sehr seltene Nebenwirkungen verursachen und gut wirken. Was wünscht man sich noch mehr von einem Impfstoff? Diese Technologie wird zukünftig immer besser, schneller und effektiver. Sie ist also die logische Wahl. Geld und Macht. Macht und Geld. Immer die gleiche Antwort. Immer die gleiche Lüge. Die Welt ist zum Glück nicht so einfach, wie es Herr Bhakti darstellen möchte. Ansonsten könnte man ja ihm auch unterstellen, dass er selbst nur an Geld und Macht interessiert wäre. Nee, sicher nicht. Er hat ja ein paar Tränen in den Augen gehabt und das sollte uns klar zeigen, dass er ein toller Mensch ist. Klar, manche Impfungen waren tatsächlich segensreich. Tetanus, Wundstarrkrampf. Kann man heute durch die Impfung tatsächlich besiegen. Andere Seuchen wie Polio sind verschwunden, wenngleich aus anderen Gründen. Die Frage nach der echten Notwendigkeit von vielen Impfungen taucht zusehends auf. Er streitet jetzt also auch die Rolle von Impfungen in der Ausrottung von Polio ab. Am Anfang waren Querdenker ja nur gegen mRNA-basierte Impfstoffe. Es hat aber doch nicht lange gedauert, eine insgesamt impfgegnerische Haltung einzunehmen. So läuft das ja leider in der Regel ab. Es beginnt mit einer scheinbar kleinen Sache und manche verlieren sich irgendwann komplett in das Rabbit Hole. Sinkende Impfwilligkeit begegnet man am effektivsten mit direktem oder indirektem Impfzwang. Die effektivste Lösung für das Problem der Impfverweigerung wäre Aufklärung. Leider wird dies erschwert durch Personen wie Bhakti, die Fehlinformationen und Unwahrheiten verbreiten. Und dabei vergessen sie, dass die eigene Freiheit dort endet, wo sie die Freiheit anderer einschränkt. Stellt euch eine Schule vor, in der alle Kinder gegen Masern geimpft sind. Diese Impfungen schützen nicht nur die Geimpften, sondern auch jene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel Kinder mit Immunschwäche. Dieser Schutz wird Herdenimmunität genannt. Wenn nun einige Eltern beschließen, ihre Kinder aus persönlichen Gründen nicht impfen zu lassen, schwächen sie diese Herdenimmunität. Ein ungeimpftes Kind infiziert sich auf einer Reise mit Masern und bringt das Virus zurück in die Schule. Die Krankheit verbreitet sich schneller, da weniger Kinder geimpft sind. Und nicht nur die Ungeimpften, sondern auch die nicht impfbaren Kinder erkranken. Dieser Ausbruch hätte vermieden werden können, wenn alle, die die Möglichkeit zur Impfung hatten, dies auch genutzt hätten. Das zeigt, dass die Entscheidung gegen eine Impfung nicht nur persönlich ist, sondern auch andere gefährdet, besonders diejenigen, die sich nicht selbst schützen können. Und dieses Dilemma darf nicht ignoriert werden. Man muss schon sehr egoistisch sein, um die Auswirkungen auf andere auszublenden. Das Thema Impfungen ist diskussionswürdig, aber nicht auf dem von Bhakti vorgegebenen niedrigen Niveau. Ich bin auch dafür, dass jeder Erwachsene das Recht haben sollte, medizinische Maßnahmen einschließlich Impfungen abzulehnen, aber nicht ohne Konsequenzen. Wenn jemand die Freiheit hat, sich nicht impfen zu lassen, sollte ich auch das Recht haben, zu wissen, wer ungeimpft ist, um entsprechend handeln zu können. Möchte ich in einem Restaurant essen, das Ungeimpfte einlässt?
sollten meine Steuern und Krankenkassenbeiträge die Behandlungskosten für Krankheiten tragen, die durch Impfungen vermeidbar gewesen wären? Diese Freiheiten stehen mir ebenso zu. Doch wohin würde das führen? Wir leben nicht umsonst in einer Gesellschaft. Sie bietet uns viele Vorteile, funktioniert aber nur, wenn wir das gemeinschaftliche Leben aktiv unterstützen und aufeinander achten. Wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, gesetzliche wie moralische. Wer damit nicht einverstanden ist, kann sich ja eine Hütte in der Wildnis suchen. Mal sehen, ob das Leben dort glücklicher und länger wird. Die Impfstoffe gegen Tetanus und Diphtherie beispielsweise müssen von Menschenhand produziert werden. Die Herstellung ist relativ aufwendig und kostet. Diese Impfungen werden von Menschenhand produziert? Echt, Herr Bhakti? Sitzt dort eine Oma auf dem Hocker und macht mit ihren zwei Händen Impfstoff? Bei den RNA-Impfstoffen werden statt Genprodukte die entsprechenden Gene verabreicht. Und die gespritzten Menschen produzieren dann die eigentlichen Produkte in ihrem Körper. Wenn ich also ein Brot vom Bäcker abhole, ist das okay. Aber wenn ich ein Brot zu Hause backe, dann sollte ich lieber den Menschen, der mir das Rezept aufschrieb, verklagen, da das ein Unding ist? Das ist so unglaublich dumm, dass ich das gar nicht kommentieren kann. Vielleicht sollte man den Impfstoffherstellern eine Rechnung für die geleistete Arbeit als Spike-Protein-Produzent zuschicken. Mehrfach Geimpfte müssten dann aber vielleicht eine Gewerbe anmelden oder sogar Mehrwertsteuer bezahlen. Billiger geht es nicht. Genial dabei, die WHO befiehlt die Injektionen. Die Bürger müssen mit ihren Steuergeldern für die Gene bezahlen, lassen sich spritzen und verwandeln sich dann selbst in die Fabriken für die Impfstoffherstellung. Das ist also der große Plan. Die WHO will diese Technologie, weil sie so unglaublich billig wäre. Wisst ihr, was man für die handgefertigten Impfstoffe von der Oma gegen Polio, Diphtherie und Tetanus bezahlen muss? So eine Impfung wirkt ja gegen drei Krankheiten und kostet sagenhafte 27 Euro. Und denkt für keine Sekunde, dass der Hersteller daran dennoch nicht ordentlich verdient. Die fette Kohle lässt sich aber mit Corona-Impfstoffen verdienen, die zwischen 2 und 30 Euro teuer sind. Aber die Gewinnmarge ist bestimmt fantastisch. Forschung und Entwicklung kosten ja bekannterweise nichts. Klar haben die Firmen an den Impfstoffen verdient, aber wo ist das Problem? Sie haben dafür keine astronomischen Preise verlangt und sie haben gute Produkte geliefert. Hätten sie alles kostenfrei machen müssen? Hat Herr Bhakti sein Corona-Buch damals kostenfrei verteilt? Nach dieser tollen Einleitung erfolgt eine überflüssige genetische Präsentation für Kindergärtner. Mit 3, A, B, C gibt es bereits 6 Möglichkeiten. Können Sie zu Hause mal ausprobieren. Mit 3, 6 Möglichkeiten. Mit 4, 6 mal 4 Möglichkeiten, das sind 24. Mit 5, 24 mal 5. So geht es, also nicht exponentiell, sondern super exponentiell. Man muss immer die letzte Zahl dazu multiplizieren. So viele Zahlen, so große Weisheit. Er versucht also, der AfD-Fraktion und seinen ebenfalls hoch angesehenen Wissenschaftlerkollegen zu erklären, was der mathematische Begriff Fakultät oder in Österreich Faktorielle bedeutet. In welcher Klasse lernt man das? 7., 8., 10.? Ist das jetzt wirklich ernst gemeint? A, B, C, D. A, B, C, D, A, 5. A, B, C, D, A, B, 6 und so weiter. Es sind nur 4 Buchstaben. 4 beautiful buttes. I mean 4 beautiful bats. The number of the day is 4. Das kann einfach nicht ernst sein, oder? Das ist einfach Komödie. Mit 10 bekommt man schon über 3 Millionen Möglichkeiten. Erstaunlich. Diese Erkenntnis war wirklich erstaunlich, als ich 10 Jahre alt war. Erstaunlich. Das hat irgendjemand eingeführt. Irgendjemand. Das hat irgendjemand eingeführt. Mehr als 1 Milliarde, viele Milliarden, RNA-Kopien in Fettkügelchen werden mit jeder Injektion in einen menschlichen Empfänger, in ein Kind, ein Baby, verabreicht.
Herr Bhakti ist also weiterhin auf Bauernfang und versucht, das Publikum emotional aufzuhetzen. Babys werden behandelt mit Milliarden Kügelchen. Was für ein Horror. Ich kann euch aber noch krassere Horrorgeschichten erzählen. Stellt euch vor, Babys werden mit Millionen, gar Milliarden geschwächten Erreger behandelt. Diese leben noch. Lebende Erreger werden einfach in die kleinen, süßen Babys reingespritzt. Sie weinen auch hinterher. Holding up in Hollywood, in a state I never could. Looking for a reckoning, digging up what eyes can't see. Diese Behandlung rettet zwar in vielen Fällen ihr Leben und führt abgesehen von einigen extrem seltenen Nebenwirkungen zu keinerlei Problemen, aber das lassen wir mal einfach außer Acht. Ich will, dass ihr an unschuldige, süße, weinende Babys denkt. Wie kann das erreicht werden? Grundsätzlich gibt es dazu zwei Wege. Erstens, die vier DNA-Buchstaben sind heute jeweils in Großpackungen frei erhältlich. In Supermärkten. Ihre Verknüpfung ist per Computersteuerung in einem Reagenzgefäß in jede beliebigen Reihenfolge im Labor machbar. Wovon redet dieser Mensch überhaupt? Was ist denn das für eine unendlich primitive, hetzerische und sinnlose Rede? Wer ist bitte hier das Zielpublikum? Das kann man einfach nicht ertragen. In seinem restlichen Vortrag versucht er durch extrem verdrehte, aus dem Nichts hergeholte Behauptungen zu beweisen, dass wir in der Tat schon tot sein sollten. Sieht nicht so aus. Möglicherweise ein gigantisches Medizinverbrechen war und ist. Und jetzt erzähle ich, welche ungeheuerlichen Konsequenzen ein solches Verbrechen in sich birgt. Das kann man kurz fassen. Wir sind schon alle längst tot. So schlimm war das. Sieht man ja, dass er damit schon von Anfang an recht hatte. Ich und alle meine Familienangehörigen und Bekannten sind lebende Beweise dafür. Denken Sie an die Abstoßung von Transplantaten. Sie bekommen meine Niere, Sie stoßen meine Niere ab. Nicht selbst wird nicht einmal innerhalb der gleichen Spezies toleriert, Mensch. Und wenn nach dem ersten Misserfolg ein erneuter Versuch unternommen wird, Sie bekommen eine zweite Niere, folgt eine gnadenlose Ablehnung. Nach seiner Logik wäre das also der Beweis, dass auch Organtransplantationen nicht funktionieren könnten? Ach so, Herr Bhakti, jetzt, nachdem Sie mir das so erzählt haben, verstehe ich, warum kein Mensch auf der Welt existieren kann, der eine Niere von jemand anderen in sich trägt und lebt. Ganz logisch und klar. Man kennt ja auch Beispiele, in denen jemand einfach so ein Organ irgendwo hergeholt und implantiert hat. Es gibt ja keine Tests, die Verträglichkeit zuvor zu prüfen oder so. Man hat das ja ein paar Mal einfach auf gut Glück versucht und es ging nicht. Tja, so funktioniert Bhaktis Wissenschaft. Das gleiche Prinzip liegt der immer stärker werdenden Intensität der unerwünschten Ereignisse zugrunde, die im Gefolge von Booster-RNA-Injektionen auftreten. Wo? Wo traten diese Probleme auf? Warum wurden die fast ausschließlich von Querdenkern gesichtet? Wie lange wird dies dauern? Nur ein paar Tage? Wie die Impfhersteller, die Impfanbieter, die Politiker, der Nobelpreis ausschließen? Nicht müde werden zu behaupten? Nein, Herr Bhakti, Sie haben alle keine Ahnung, nur Sie. Ich vertraue Ihnen absolut. Man sieht ja auch, dass Sie mit allem recht hatten. Und diese Tränen am Anfang, das hat mich überzeugt. Bei Geimpften wurden Wochen und sogar Monate nach den Injektionen Spike-Proteine und Multiorganentzündungen im Sinne von Autoimmunreaktionen festgestellt. Dies war mit schweren und oft tödlichen Erkrankungen verbunden. Oft, ganz oft. Wir haben das bloß nicht erfahren, weil wir zum einen ja selber schon tot sind und zum anderen alle ganz tief drin sind. Politik, Medien, die Elite,
Die vertuschen das alles. Geht einfach auf den Friedhof und zählt lieber die Gräber. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Politiker anderer Parteien das verstehen. Okay, das wollen wir jetzt nicht so diskutieren. Ich denke auch, dass andere Politiker das nicht verstehen würden. Sie sind noch beim Multiplizieren von einfachen Zahlen und Berechnungen am Dreieck. In keiner anderen Partei hätten die Teilnehmer dem Vortrag über die Fakultät so brav folgen können wie hier. ...weise verunglückt. Und sein lieber Freund, Professor Walter Lang, der heute... Burkhardt und seine bedeutungslosen und grundsätzlich falschen Behauptungen müssen natürlich auch erwähnt werden. Ohne das geht ja nichts. Ich habe dazu auch schon mehrere Videos gemacht, wenn ihr das sehen wollt. Ich sage das nicht einfach nur so, ich habe es auch mehrfach mit Fakten untermauert, bewiesen. Nervenausfälle und Lähmungen, aber auch Demenz, Psychosen und Wesensveränderungen sind bei auf der Tagesordnung. Herr Bakhti, sowas kann man nicht einfach behaupten. Jeder kann sehr einfach nachprüfen, dass das nicht stimmt. Auf der Tagesordnung? Was ist denn das für eine dreiste Lüge? Wieso stört das keinem in diesem Publikum? Die unfassbare Horrorgeschichte ist damit noch nicht zu Ende. Doch, das ist jetzt zu Ende, da ich keine weitere Sekunde ertrage. Einfach unglaublich und furchtbar. Was ist mit diesen Menschen los? Na gut, das haben wir jetzt auch abgehakt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Warum habe ich aber das Gefühl, dass ich mich irgendwann mit diesem Verrückten bestimmt wieder beschäftigen muss? In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und bis bald.